Dann kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 12, Bericht des Haushaltsausschusses zum Antrag des Ministers der Finanzen auf Erteilung der Zustimmung des Haushaltsausschusses gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 GZSG zum 7. GZSG-Maßnahmepaket, Drucksache 20-5234. Und der Haushaltsausschussvorsitzende, der auch Berichterstatter ist, hat sich schon auf den Weg gemacht und würde jetzt auch das Wort bekommen, wenn er das Gespräch beendet hat. Bitte schön, Kollege Decker. Nö, kein Problem. Der Abgeordnete Decker hat das Wort. Frau Präsidentin, vielen Dank. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Deswegen habe ich gewartet. Also, das können wir auch kurz machen. Der Haushaltsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 24. Februar mit dem 7. GZSG-Maßnahmenpaket befasst. Der Ausschuss hat dem Maßnahmenpaket zugestimmt. Und die einzelnen Beschlussmehrheiten zu den Einzelmaßnahmen entnehmen Sie bitte der vorliegenden Drucksache. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Decker. Und als Erstes hat sich der Abgeordnete Heidkamp für die AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Den sehe ich jetzt zwar gar nicht. Doch, da kommt er. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete. Es ist von Seiten der Opposition schon zum Standard geworden, bestimmte Anträge der unterschiedlichen Maßnahmen im Rahmen des GZSG abzulehnen, weil ein Bezug zum Corona-Geschehen nicht gesehen wird. Herr Schalauske wollte sich das auch auf die Fahnen schreiben, aber wir haben es angefangen. Bei zwei der von uns bereits im Haushaltsausschuss abgelehnten Maßnahmen des 7. GZSG-Paketes gehen wir noch weiter. Wir würden sie auch in einem normalen Haushalt ablehnen. Es handelt sich um erstens Wasserstoff-Brennstoffzellenbusse und Wasserstofftankstelle, zweitens Ladeinfrastrukturprogramme, neue Mobilitätsstationen. Wir sehen hier ebenfalls keinen direkten Bezug zur Corona-Pandemie, stehen diesen Vorhaben aber aus weiteren Gründen ablehnend gegenüber. Wir fühlen uns bei diesen Maßnahmen erinnert an die Aussage des ehemaligen Präsidenten der EU-Kommission, kennen Sie ja alle, Jean-Claude Juncker, wir beschließen etwas, stellen es dann in den Raum und warten einige Zeit, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt, und in Deutschland gibt es ja sehr wenig Geschrei, und keine Aufstände, das noch weniger, wer geht heute noch auf die Straße, weil die meisten ja gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, in der EU beim Euro zum Beispiel, Schritt für Schritt, bis kein Zurück mehr da ist. Wir können aber in tiefgreifende Maßnahmen in die Energiegewinnung, Verteilung nicht einwilligen, solange die prinzipielle Frage nicht geklärt ist, ob es in wenigen Jahren nach der geplanten Abschaltung der Kohle-, Kern- und Gaskraftwerke überhaupt in der Summe genügend Elektrizität produziert werden kann. Die heutigen alternativen Energien wie Wind und Sonne reichen dafür nicht aus. Bei einer aktuellen Produktion von ca. 519 Terawattstunden pro Jahr würde allein schon die Umstellung der Fahrzeuge einen Mehrbedarf von rund 100 Terawattstunden bedingen. Sogar eher konservative Schätzungen gehen bei der weiteren geplanten Umstellung der Stahl-, Aluminium- und Chemieindustrie sowie der großtechnischen Produktion von Wasserstoff für Flugzeuge und Wärme von einem Gesamtbedarf von 1.000 Terawattstunden pro Jahr aus, also einer Verdopplung. Dies ist auch bei einer optimalen technischen Entwicklung auf den heutigen On- und Offshore-Flächen schwer vorstellbar. Wobei dann noch die ungelösten Fragen der Speicherung zur Abdeckung der Spitzenbedarfe im Raum stehen. In dieser Situation, quasi ins Blaue hinein, gewaltige Milliardenbeträge in ein unsicheres technisches Umfeld hinein zu investieren, halten wir für absolut unverantwortlich. Daher werden wir als Partei allen entsprechenden Anträgen in diese Richtung eine Absage erteilen. Wir könnten unsere Haltung nur ändern, wenn die Befürworter einer auf Elektrizität als Primärenergie beruhenden Wirtschaft das Mengenproblem gelöst haben. Wir warten auf Ihre Vorschläge. ITER, der Kernfusionsreaktor,
wird vielleicht erst ab dem Jahre 2050 anfangen, mehr Elektrizität zu produzieren, als man hineinstecken muss, damit er überhaupt das Laufen kommt, wenn es denn gelingt. Es stehen auch Szenarien im Raum, die sogar bei einer Verdopplung der Energiegewinnung pro Installation, sei es für Wind- oder Solarenergie, von 2.500 Terawattstunden pro Jahr ausgehen. Da die besten Standorte onshore mittlerweile besetzt sind, ergäbe sich damit die Notwendigkeit von Offshore-Anlagen auf der fünffachen Fläche der heute Deutschland zugeordneten Nordseefläche. Allein schon diese Zahlen belegen den illusorischen Charakter der diskutierten Alternative. Mit Wunschdenken wollen wir uns nicht zufrieden geben. Machen Sie, Herr Kaufmann, Sie sind ja von der Partei, machen Sie bitte konkrete Vorschläge, 2.500 Terawattstunden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Heidkamp. Und für die Freien Demokraten hat als nächstes die Abgeordnete Schardt-Sauer das Wort. Sehr geehrte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist ja zur guten Gewohnheit geworden, dass die AfD-Fraktion die Entscheidung des Haushaltsausschusses zum Sondervermögen noch einmal zum Plenum beraten will, wobei ich mich eben bei dem Redebeitrag gefragt habe, in welchem Ausschuss ich jetzt bin. Aber egal, das siebte Maßnahmenpaket umfasst insgesamt 8 Anträge. Einer davon, den haben Sie sehr ausgewalzt, komme ich gleich zu. Es geht um 154,62 Millionen €, wovon aber in diesem Jahr, also 2021, nur 110,92 Millionen € vorgesehen sind. Wie üblich umfasst dieses Maßnahmenpaket schwarz-grüne Wünsche, das sind wir schon gewohnt, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der Beseitigung der Folgen der Pandemie stehen. Förderung der Elektromobilität, zusätzliche Mittel für die Anschaffung von Wasserstoffbussen, ist eben nicht erst seit Corona ein Thema. Denn so sehr sich die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen mit ihrer PR, die immer größer und wuchtiger wird, bemühen, faktisch stockt es an einigen Stellen mit der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen und deren Auszahlung. Darauf komme ich gleich. Schwarz-grüne Wünsche, was sind das? Diese Ausgaben sind der Tatsache geschuldet, dieser Wunschbeutel, dass Schwarz-Grün keine Anstrengungen unternommen hat. Wozu dann auch? Man hat ja jetzt diese Kiste Sondervermögen im Kernhaushalt entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Wir hatten seriösen, das braucht man nicht hier diskutieren, wir hatten seriös zum Kernhaushalt einen Antrag gestellt, den die Koalition sozusagen selbstverständlich auch abgelehnt hat in den normalen Haushaltsberatungen. Und zu erwähnen ist aus dem siebten Maßnahmenpaket die auch von den Freien Demokraten unterstützte Maßnahme zu Gebührenausfällen bei der Kinderbetreuung zugunsten unserer Kommunen. Das ist der dritte Antrag. Aber bevor man nur helle Freude verspürt, die bisher beschlossenen 52 Millionen, 40 Millionen für 2020 und 12 Millionen für Januar 2021 sind Stand Ende Februar noch nicht an die Kommunen ausgezahlt worden. Und an diesem Beispiel lässt sich eine bemerkenswerte Entwicklung veranschaulichen, die ich eben angerissen habe und auf die ich noch näher eingehen will. Es wird viel verkündet. Es ist das siebte Maßnahmenpaket. Und wer weiß, es geht ja zufällig bis Ende der Legislatur, was wir da alles noch beleuchten können. Es wird viel geredet. Ich will keinen Vergleich zum Impfen herstellen. Das haben wir heute schon intensiv Reden und Tat gemacht. Aber ein weiteres Beispiel, Haushaltsantrag Ende August, einstimmig, Mittel haben wir auch mitgetragen zum Test der Mitarbeiter in alten Pflegeheimen, beschlossen, Umfang 8 Millionen, abgeflossen sind. Das ist ja sehr schön an diesen ganzen Berichten, die wir jetzt kriegen, diese Zahlen, faszinierend. 466.000 €,
Die restlichen 7,534 Millionen Euro sind ins Jahr 2021 übertragen worden. Das heißt, statt für 7,534 Millionen zu testen und nicht dauernd in Videoschalten gerufen zu werden mit dem Staatsminister, ist nichts passiert, Herr Staatsminister Klose. Wir haben es einmal umgerechnet, 215.257 nicht durchgeführte Tests bei Mitarbeitern in Altenheimen und Pflegeheimen, obwohl sie das Geld gehabt hätten in 2020. Für eine Personengruppe, und auch das ist, glaube ich, unstrittig, die sich um diejenigen kümmert, die, und da sind wir uns auch einig, zu den schützenswertesten, hochvulnerablen Gruppen gehört. Das ist ihre Leistungsbilanz. Nächstes Beispiel, bei der Kultur. Staatsministerin Dorn lässt sich feiern für 53 Millionen Kulturpaket. Beschluss im Haushaltsausschuss mit dem ersten Maßnahmenpaket Juli 2020. Haben wir mitgetragen. Am Ende des Jahres 2020 werden fast 28 Millionen € dem Sondervermögen zurückgegeben. Wir haben ganz neue Transferprozesse, um mit der nächsten PM wieder rauszufließen, diesmal 30 Millionen, ein bisschen aufgerundet, Kulturpaket 2 anzukündigen. Hauptsache eine Ankündigungs-PM. Ja, richtig, den Kulturschaffenden zu helfen. Nur reden Sie doch nicht nur von Schwarz-Grün, machen Sie doch auch mal. Denn so wie Sie das machen, kommt es nicht an. Der Vollzug des Sondervermögens, den kann man wunderbar im Quartalsbericht ablesen. 2020 wurden 2,122 Milliarden € ausgezahlt. Selbst wenn man diese Summe nicht weiter einem Corona-Check unterzieht und sagt, es ist alles okay, wird doch sehr klar, dass die gezahlte Summe, und auch da können Sie in die Protokolle gucken, der Debatten hier im Landtag von SPD und FDP gemeinsam vorgetragen, es hätte ausgereicht, das alles im Nachtragshaushalt abzubilden. Die Zahlen wenden sich gegen Ihnen, die nicht erfolgten Taten wenden sich gegen Ihnen. Sie haben, ehrlich gesagt, außer Worthülsen und Schulden der Pandemie nichts mehr entgegenzusetzen. Frau Abg. Schatzauer, Ihre Redezeit ist jetzt auch ausgeschöpft. Sie müssen zum Schluss kommen. Wir sind dabei, schnell und zielgenau zu helfen. Und ich freue mich auf das 8. Maßnahmenpaket. Vielleicht können wir dann Erfreulicheres berichten. Wir sehen uns ja noch ein paar Mal, dank der Anträge der AfD. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Schatzauer. Für die SPD-Fraktion hat sich der Abgeordnete Weiß zu Wort gemeldet. Das hängt hier immer. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf den Redner der AfD will ich gar nicht groß eingehen. Das ist wie häufig bei Rednern von der AfD. Sie haben von der Sache meistens mehr Ahnung als Kenntnis, und deswegen will ich das gar nicht näher vertiefen. Die Professores Gröpel und Tappe streiten sich gerade vor dem Staatsgerichtshof, ob es ein sogenanntes notlagenspezifisches Konnexitätsprinzip gibt oder nicht, und falls ja, wenn es das gibt, wie eng das gefasst sein muss oder wie weit das gefasst sein darf. In normalem Deutsch, hat eine Maßnahme Corona-Bezug oder nicht? Darum geht es. Dieser Streit vor dem Staatsgerichtshof, da wird der Staatsgerichtshof entscheiden, der wird da die verfassungsrechtlichen Maßstäbe anlegen. Was wir hier machen, ist, uns über politische Maßstäbe zu unterhalten. Also aus unserer politischen Sicht hat eine Maßnahme Corona-Bezug oder nicht. Das machen wir jetzt schon eine ganze Weile. Und wir haben im letzten Haushaltsausschuss auch von diesem 7. Maßnahmenpaket 3 Maßnahmen nicht zugestimmt. Das ist das sogenannte Bauamt auf Zeit, 1,5 Millionen Euro, eine sogenannte Verstärkung der telefonischen Energieberatung von Eigenheimbesitzern, 2,5 Millionen Euro und eine Wasserstofftankstelle für 1,7 Millionen Euro. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben das gar nicht inhaltlich bewertet, sondern wir sind schlicht und einfach der Meinung, wenn man so etwas machen will, das kann man ja gerne auch machen, aber dann hat man es aus dem normalen Kernhaushalt zu bezahlen und daraus auch zu finanzieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und man kann sich schon ein bisschen wundern, der Haushaltsausschuss, als wir diese Maßnahmen bekommen haben, da war die dritte Lesung des Haushalts 2021 gerade einmal 3 Wochen her.
gerade einmal 3 Wochen her. Die hätten völlig problemlos, hätten Sie diese Punkte noch über Änderungsanträge von CDU und Bündnis 90 die Grünen für die dritte Lesung über den normalen Haushalt noch reinbekommen können, wenn da eine Eilbedürftigkeit gewesen wäre. Aber was uns halt auch auffällt, dass zum Beispiel bei dem Haushalt 2021 CDU und Bündnis 90 die Grüne kaum noch politische Änderungsanträge gestellt haben. Ganz anders als in den letzten Jahren. Die Änderungsanträge, die gestellt wurden, die werden aus der Verwaltung angereicht. Ja, da gibt es dann noch Änderungsbedarf, der sich rechtlich ergeben hat. Aber politische Änderungsanträge kommen von Schwarzen und Grünen zu den Haushaltsberatungen eigentlich gar nicht in diesem Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren. Und daran kann man eigentlich auch ganz gut sehen, dass die Punkte, die umgesetzt werden sollen aus der politischen Agenda, aus dem Koalitionsvertrag, aus den Wahlprogrammen, eben mit dem Sondervermögen umgesetzt werden und nicht mit dem Haushalt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist das, was wir kritisieren. Deswegen klagen wir vor dem Staatsgerichtshof, und wir sind eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass wir da eine entsprechende Entscheidung bekommen. Von der lang angekündigten Klage der AfD-Fraktion ist im Übrigen immer noch nichts zu sehen und zu hören. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Weiß. Als nächstes hat der Abg. Ruhl für die CDU-Fraktion das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auf den AfD-Beitrag will ich auch nicht näher eingehen. Wer den Klimawandel bezweifelt und dann bei einer Wasserstofftankstelle für 1,7 Millionen Euro von Milliardenbeträgen spricht, der kommt irgendwie mit den Zahlen durcheinander. Deswegen brauchen wir das nicht sonderlich ernst zu nehmen. Es sind auf die verschiedenen Maßnahmen des 7. Maßnahmenpakets auch schon eingegangen worden. Ich möchte ich zumindest einmal kurz erwähnen, weil die in der Gesamtheit noch nicht ganz erwähnt worden sind. Die 1,5 Millionen Euro für das Bauamt auf Zeit ist angesprochen worden, zur Intensivierung der Bautätigkeit. Also hier geht es um einen Konjunkturimpuls. 2,5 Millionen für Investitionen in Energieeffizienz zur Stärkung der Bauwirtschaft, also auch hier ein Konjunkturimpuls. Die 1,7 Millionen für die Errichtung von Wasserstofftankstellen und Ladeinfrastruktur. Jetzt reden wir immer über eine Wasserstoffstrategie. Jetzt machen wir was, dann ist es auch nicht recht. Dann sind es 6,9 Millionen Euro für die Errichtung von der E-Ladeinfrastruktur. Wir geben insgesamt 40 Millionen Euro dazu für die Stärkung der Innenstädte. Und das ist, glaube ich, mittlerweile sehr deutlich geworden, dass wir in der Corona-Pandemie die Innenstädte danach zumindest wieder ordentlich stärken müssen. 30 Millionen Euro, auch das ist angesprochen worden, zur Unterstützung der hessischen Kulturlandschaft. Und die ist natürlich durch Corona besonders gebeutelt gewesen. Wir geben insgesamt 60 Millionen Euro als Darlehen an die Messe Frankfurt. Und weitere 12 Millionen Euro für die Gebührenerstattung an die Eltern, die ihre Kinder im Februar nicht in die Kita bringen konnten. Also das sind alles zusammengenommen durchaus Maßnahmen, die wir brauchen, um diese Krise ordentlich zu bewältigen. Und dazu ist, glaube ich, in der Regierungserklärung genug gesprochen worden. Deswegen will ich das gar nicht weiter ausführen. Aber der Kritikpunkt, der ja hier von der FDP und der SPD aufgebracht wird, ist, dass hier Maßnahmen bezahlt würden, die nichts mit Corona zu tun hätten, die hier keinen Corona-Bezug hätten. Und hier liegt ein Missverständnis vor, denn es ging hier bei dem Gute-Zukunftssicherungsgesetz, Entschuldigung. Aber wir kommen mit diesem Gesetz sicherlich auch wieder in gute Zeiten. Hier liegt eine Fehlinterpretation vor. Denn mit diesem Sondervermögen sollten ja nicht nur die direkten Krisenfolgen bewältigt werden, sondern es war von Anfang an eben auch Ziel, weil wir durch diese Krise einen großen Konjunktureinbruch hatten, dass wir die Konjunktur auch wieder stützen. Deswegen gehören natürlich selbstverständlich auch Maßnahmen in dieses Paket, um diese Konjunktur nach der Krise auch wieder ordentlich zu stützen und dass man dann natürlich in Maßnahmen investiert, die dann auch unsere Zukunftsfähigkeit voranbringen. Das, denke ich, ist auch richtig. Und deswegen ist die Grundfrage an sich, hätte es diese Maßnahmen in diesem Maße auch gegeben oder wäre das so umgesetzt worden, wenn es diese Krise nicht gegeben hätte? Ich bin davon überzeugt, dass wir manche Maßnahmen sicherlich in diesem Umfang so nicht gemacht hätten.
Dadurch, dass die Krise jetzt so ist, braucht es eben diesen Konjunkturimpuls. Und deswegen war auch dieses Maßnahmenpaket richtig und wichtig, um diese Krise zu bewältigen. Und auf diesem Weg bleiben wir weiter. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Ruhl. Als nächstes hat der Abg. Schalauske von der Fraktion Die Linken das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Das hat mich jetzt ja fast schon etwas überrascht, dass ich jetzt schon drankomme. Aber unabhängig davon will ich mit einer Vorbemerkung in diese Diskussion starten. Ich finde es schon ziemlich bedauerlich, dass die eigentlich sinnvolle Funktion von öffentlichen Debatten über die Maßnahmen aus dem GZSG-Gesetz, aus dem sogenannten Sondervermögen von einigen Ewiggestrigen missbraucht werden, mit hanebüchenden und windigen Berechnungen, erneuerbare Energien infrage zu stellen und deren Ausbau, und dass quasi die wichtige Diskussion, welche Mittel und wie viele Mittel der Staat in der Krise in der Hand nimmt, genutzt wird, um hier noch einmal irgendwie die Klimaleugner-Nummer zu fahren, das ist eigentlich dem Thema und der Sache nicht angemessen. Die von Ihnen jetzt provozierte Debatte gibt mir noch einmal die Möglichkeit, unsere Grundsatzpositionen darzustellen. Ja, die Corona-Pandemie ist eine große Gefahr für die Gesundheit. Die daraus resultierende Krise ist eine große Bedrohung der Existenz vieler Menschen. In der Krise sind die Armen in der Gesellschaft ärmer geworden. Und in dieser Situation ist es richtig, dass der Staat Maßnahmen ergreift, um der Krise entgegenzuwirken, um Existenzen zu sichern und auch um in die Zukunft zu investieren. Bedauerlicherweise haben Bund und Länder einige Maßnahmen ergriffen, die eine Schlagseite haben oder die nicht alle Menschen erreichen, die auch Unterstützung brauchen. In Hessen haben CDU und Grüne in der Krise sich eine Kreditermächtigung in Höhe von 12 Milliarden Euro geschaffen, um Steuerausfälle zu kompensieren, aber eben auch, um auf die Auswirkungen der Krise zu reagieren und um die Schuldenbremse zu umgehen. Wir haben von Anfang an gesagt, wir halten diesen Weg für gangbar, und der Aussetzung der Schuldenbremse haben wir nach vollster Überzeugung auch zugestimmt. Viele Maßnahmen, die dann aus dem GZSG-Gesetz finanziert werden, sind im Haushaltsausschuss auch einstimmig beschlossen worden, schlicht und ergreifend, weil sie notwendig sind und weil sie auch parteiübergreifend als sinnvoll erachtet worden sind. Für uns als LINKE ist es dabei nicht entscheidend, ob es einen Corona-Bezug gibt oder nicht, sondern einzig und allein, ob die Fragen sinnvoll sind. Und an die FDP, an die Kollegin Schardt-Sauer noch einmal die Frage gerichtet. Sie sagen, na ja, eigentlich wollen wir ja gar nicht so ein Sondervermögen. Gleichzeitig werden daraus viele Maßnahmen finanziert. Und dann beschweren Sie sich noch, dass das Geld für diese Maßnahmen nicht ausgegeben wird. Das ist auch nicht besonders konsistent. Da müssen Sie sich schon entscheiden, wollen Sie eine Kreditermächtigung oder wollen Sie die nicht? Aber dann zu sagen, eigentlich wollen wir die nicht, aber dann darf das Geld auch nicht ausgegeben werden, das ist nicht besonders kohärent. In der Tranche, über die wir heute reden, ist ja thematisch schon angedeutet worden, geht es beispielsweise um die Stärkung der kommunalen Bauämter, eine Position, die wir schon oft hier eine Frage, die wir oft schon thematisiert haben. Es ging um manche sinnvolle und manche weniger sinnvolle Maßnahmen zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Es geht darum, die Innenstädte zu fördern und Kita-Gebühren zu erstatten. Manchen diesen Dingen haben wir zugestimmt, anderen nicht. Manchmal fragen wir uns, ob die konzeptionell die Vorhaben schon so weit entwickelt sind, wie es notwendig wäre, oder aber ob die Mittel ausreichend sind. Aber an unserer grundsätzlichen Haltung, dass wir Schritte in die richtige Richtung unterstützen, ändert das nichts. Wir glauben, dass das Gesetz zum Sondervermögen, also die Kreditermächtigung, die Rolle des Parlaments im Haushaltsvollzug eher auf- als abgewertet hat. Die Debatten im Haushaltsausschuss und hier im Parlament sind auch ein Ausdruck davon, und wir halten es auch im Nachgang oder sehen uns darin auch bestätigt, dass entsprechende Vorschläge der LINKEN, den Haushaltsausschuss und das Parlament aufzuwerten, in diesem Gesetz auch aufgegriffen worden sind. Die Debatten hier
zumindest von den meisten, belegen das. Es bleibt am Ende ein großes Problem. Mit dem Sondervermögen machen CDU und GRÜNE am Ende eigentlich nur den Versuch, sich und ihre Vorhaben über die Legislaturperiode zu retten. Sie ergreifen nicht im vollen Umfang die Maßnahmen, die aus sozialen, ökologischen oder ökonomischen Gründen notwendig wären. Und sie verhindern damit, dass Hessen mit einem Neustart sozial und ökologisch aus der Krise kommt. Und dafür werden wir immer werben und auch diese Debatten nutzen, um das deutlich zu machen. Vielen Dank, Herr Abg. Schalauske. Es war Ihre Fraktion überrascht, dass Sie schon fertig waren. Als nächstes hat der Abg. Kaufmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, so als letzter Fraktionsredner will ich mal versuchen, die wesentlichen Punkte der Debatte, über die wir eigentlich reden müssten, hier mal zusammenzufassen. Ich stelle fest, dass zwei Dinge besonders man in Erinnerung behalten sollte. Zum Ersten der neuerliche Nachweis, dass das Sondervermögen sinnhaftig, ja geradezu notwendig ist. Die Maßnahmen, über die wir gesprochen haben, unterstreichen dies nachdrücklich. Und zum Zweiten muss man festhalten, dass die Opposition, namentlich SPD und FDP, sich hartnäckig auf dem Holzweg befinden und dort auch offensichtlich bleiben wollen. Besonders auf dem Kieker hat man dort insbesondere alle Investitionsmaßnahmen im Bereich Energie, Mobilität und die Unterstützung von Kommunen auf dem Weg zu mehr Investitionen in ihrer Gemeinde. Den von mir anfangs genannten Aspekt greife ich noch einmal mit der Frage auf, und die meine ich ganz ernst. Wie bitte stellen sich diejenigen, die das Sondervermögen nach wie vor ablehnen, es sich eigentlich vor, die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise ansonsten zu finanzieren? Denn selbst wenn ich die Maßnahmen, die gerade erwähnt wurden, mal nicht betrachte, die Sie inhaltlich nicht wollen, dann kommt dennoch ein deutlicher dreistelliger Millionenbetrag zusammen. Und jetzt ist die Frage, wie finanziere ich Maßnahmen, die also auch z.B. von SPD und FDP begrüßt werden? Der hierfür notwendige Ausgabenbetrag ließe sich, hätten wir kein Sondervermögen, nur über Nachtragshaushalte finanzieren. Denn wir sind ja wohl darüber einig, das haben wir ja heute auch schon diskutiert, dass die Entwicklung der Pandemie alles andere als prognostizierbar ist. Sie könnte also im verabschiedeten Haushalt auch keine finanzielle Vorsorge gefunden haben. Also entweder Nachtragshaushalt oder Sondervermögen. Und Nachtragshaushalt, da haben wir ja selber, haben wir alle Erfahrung mit, bedeutet ja entweder ein Blitzverfahren ohne jegliche Debatte, das hatten wir vor ziemlich genau einem Jahr hier im Hause, oder eine inhaltliche, sorgfältigere Einzelabwägung der Maßnahmen. Dabei würden für eine wenigstens einigermaßen sachbezogene Debatte im Rahmen einer Beratung und Verabschiedung des Nachtragshaushalts selbst bei äußerst konzentrierter Arbeitsweise und beim Verzicht auf die sonst üblichen Anhörungen mindestens 5 Wochen benötigt. Ein entscheidender Nachteil, sage ich, für eine effiziente Pandemiebekämpfung, wo es genau auf rasches Agieren oder auch Reagieren ankommt. Meine Damen und Herren, umso mehr gilt dies, was ich gerade ausgeführt habe, doch für die Eilbewilligung, über die wir unterrichtet wurden und die wir auch im Haushaltsausschuss noch diskutieren werden. Wenn Hessen im Run auf die Testkits nicht völlig abgeschlagen werden wollte, dann musste man sofort nach Zulassung sich auch die Lieferung sichern, also Verträge unterschreiben, schlicht, weil Sie wissen, auch die Konkurrenz schläft nicht. Wer angesichts dieser Sachlage die Prozedur eines Nachtragshaushalts weiterhin für die richtige Vorgehensweise in der Pandemie hält, der muss sich doch die Frage fallen lassen, wie kann man nur so irren und dann auch noch so stur bleiben?
Meine Damen und Herren, die Fakten insgesamt sind sehr eindeutig. Das Sondervermögen, das wir mit dem Gute-Zukunftssicherungsgesetz geschaffen haben, ist die angemessene, ja die beste Lösung mit den Problemen, die uns die pandemische Entwicklung beschert, finanzwirtschaftlich umzugehen. Die Maßnahmen, denen wir mit dem 7. Paket im Haushaltsausschuss zugestimmt haben, sind wichtige Elemente bei der Bekämpfung der direkten und indirekten Folgen der Coronavirus-Pandemie und zur Verhinderung weiterer Schäden, genau wie es das Gesetz uns vorgibt. So haben wir gehandelt, und das werden wir auch weiter so tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Kaufmann. Für die Landesregierung hat dann Staatsminister Boddenberg das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst einmal bin ich froh für diese Debatte heute Abend, auch was den Zeitpunkt anbelangt. Denn ich hatte eigentlich darum gebeten, dass wir heute Abend, im Verlauf des Abends mit den Obleuten noch einmal eine Telefonschalte vereinbaren, weil Herr Kaufmann hat eben auf die Dringlichkeit einiger Punkte hingewiesen. Ich Sie darüber informieren wollte, vorab informieren wollte, bevor ich das an den Haushaltsausschussvorsitzenden dann mit der Bitte um Weiterleitung an die Haushaltsausschussmitglieder leite, dass wir noch einmal eine weitere Tranche in Größenordnung von 40 Millionen € für die Anschaffung von Tests vereinbaren wollen. Und insofern heute ganz gut in der Debatte kann ich Sie alle darüber informieren. Und wie gesagt, Herr Kaufmann, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass Dringlichkeit geboten ist. Denn als wir die erste Runde mit vorletzter Woche 50 Millionen gefahren haben, um es salopp zu sagen, war nicht absehbar, dass der Bund so schnell jetzt mit weiteren Angeboten kommt, bei denen wir auch sehr schnell entscheiden müssen. Und ich gehe davon aus, dass Sie das alle teilen und eine solche Maßnahme auch grundsätzlich begrüßen. Das geht, wie gesagt, morgen oder übermorgen an den Ausschussvorsitzenden. Ich will gar nicht mehr so sehr über die Inhalte reden. Herr Weiß, Sie haben die Herren Gröpel und Tapper angesprochen. Das sind diejenigen, die viele Schriftsätze formulieren und die jeweils die Oppositionsparteien von SPD, FDP und auf der anderen Seite CDU und Grüne bzw. die Landesregierung vertreten. Da wird es all die Punkte, die wir hier schon x-fach ausgetauscht haben, auszutauschen geben. Aber da Sie heute einen konkreten Punkt noch einmal herausgegriffen haben, und damit will ich schon schließen, will ich den gerne aufgreifen. Sie haben eben gesagt, die streiten auch über die Inhalte, nämlich über die Frage des Corona-Bezugs, wie Sie das, glaube ich, genannt haben. So, und jetzt will ich schon noch einmal daran erinnern, ich habe es schon einmal in einer Debatte gesagt, und Sie korrigieren mich bitte, Herr Weiß, und vielleicht auch Frau Faeser. Wir hatten ja im Frühsommer seinerzeit eine Reihe von Gesprächsrunden. Ich glaube, es waren insgesamt sechs, um zu schauen, können wir CDU-Grüne Fraktion gemeinsam mit der Landesregierung und den Oppositionsparteien von FDP und SPD zu einer gemeinsamen Verabredung kommen angesichts der Krise. Das ist nicht gelungen. Auch darüber haben wir oft gesprochen. Aber Sie werden nicht bestreiten, dass am Ende des Tages Sie genau das gemacht haben oder vorgeschlagen haben, was Herr Kaufmann hier eben noch einmal vorgetragen hat. Nämlich, Sie haben gesagt, das machen wir alles in Nachtragshaushalten. Wir sagen, das ist deutlich geworden, das ist zu unflexibel, aber das ist gar nicht der Streit. Aber Sie haben sich auch mit den Inhalten befasst in den letzten Wochen, Monaten, auch heute wieder mit den Inhalten unserer Anträge befasst. Und da will ich das Thema Wasserstoff schon einmal aufgreifen. Sie haben doch seinerzeit uns eine Liste vorgelegt, weil wir gesagt haben, was sind denn Ihre Vorschläge in Größenordnung von 4,5 Milliarden €. Frau Faeser nickt. Sie wird sich an diese Liste erinnern und möglicherweise auch an die einzelnen Positionen. Wir haben Ihnen unsere Vorschläge vorgelegt, und Sie haben dann retourniert. Und dann haben wir von Ihnen ein Papier bekommen von SPD und FDP, Summe 4,5 Milliarden €. Daraufhin haben wir, auch der Ministerpräsident, mit Ihnen Gespräche geführt und gefragt, das sind die Mehraufwendungen, krisenbedingte Mehraufwendungen, die Sie dort sehen. Das haben wir ja weitestgehend auch inhaltlich geteilt. Aber was machen wir mit den Steuerausfällen? Und dort waren Sie gesprächsbereit, und irgendwann habe ich Ihnen einmal vorgerechnet, dass alles das, wo Sie auch bereit gewesen wären, in Summe 11,5 Milliarden € ausgemacht hätte, nämlich die Steuerausfälle zu kompensieren, damit wir keine Lehrer entlassen müssen, um es einmal ins Bild zu setzen, und gleichzeitig noch mehr für die Kommunen zu tun. Sie hatten nämlich auf Ihrer Liste für die Kommunen zunächst einmal 900 Millionen € vorgesehen. Wir haben damals schon gesagt, das reicht aus unserer Sicht nicht aus. So, und jetzt letzter Punkt. Herr Weiß, jetzt kommen Sie heute her und reden wieder über Corona und reden wieder über Corona-Bezüge und auf der Liste, und das am Beispiel Wasserstoff,
und auf der Liste stehen für innovative Antriebstechnologien, Wasserstoff konkret, 24 Millionen €. Können Sie mir einmal sagen, was das Theater soll, was Sie hier veranstalten? Ich verstehe es nicht mehr. Das haben wir heute an anderer Stelle doch auch schon gehabt. Nur Kritik zu üben, der Kritik wegen, ist irgendwie aus meiner Sicht nicht so ganz konsistent. Und Sie kommen selbst mit einem Thema, wo wir sagen, es ist ein wichtiger Teil von Innovationsschub, von Stimulation der Wirtschaft. Wir machen genau das Gleiche. Nur Sie haben, wenn Sie über diese Debatte heute reden, irgendwie vergessen, dass Sie eigentlich inhaltlich mit den meisten Punkten auch schon früher, nämlich vor der Sommerpause, übereingestimmt haben. Herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank, Herr Staatsminister Boddenberg. Es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist der Bericht gegeben.